Sie kamen über das große Tor und direkt durch den Haupteingang, allerdings nicht auf Einladung des Hausherrn. Mit Gewalt hat sich die spanische Polizei am Wochenende Zugang zu diesem Anwesen in Alhaurín de la Torre in der Provinz Malaga verschafft, in dem sie Mark Allen Lilly vermutete. Der 41-jährige Brite wurde in seiner Heimat in Abwesenheit zu 24 Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, der Boss einer Drogenbande zu sein, die in der Grafschaft Lancashire operierte. Das war jedoch bereits im Jahr 2000. 13 Jahre später fanden die Polizisten Lilly in einer Kammer hinter einem Wandschrank. In dem Raum, in den eine dicke Sicherheitstür führte, konnte er mit einem Computer die Überwachungskameras auf seinem Grundstück kontrollieren. Nach Angaben der Polizei warnten auch die Hunde vor dem Einsatzkommando. Lilly galt als einer der meistgesuchten Verbrecher Großbritanniens.